Nachrichten des Tages. Heute mit Jana Pareigis. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen. Im Sport schauen wir natürlich unter anderem auf die Fußball-Frauen-WM dabei. Einen schönen guten Abend auch von mir. Als erstes blicken wir aber auf den verzweifelten Kampf gegen die Brände in gleich mehreren Ländern. Feuersbrünste rund ums Mittelmeer. In Algerien sterben mindestens 34 Menschen. Und auf Rhodos heizen starker Wind und Extremhitze die Flammen immer weiter an. Ein Land in Aufruhr. Israelis aller Bevölkerungsschichten laufen weiter Sturm gegen den Umbau des Justizsystems. Ein Hügel im Umbruch. Zur Eröffnung der Wagner-Festspiele in Bayreuth gibt es erstmals virtuelle Elemente. Und auch das überrascht, sogar noch Karten. Seit Wochen herrschen sehr hohe Temperaturen in der Mittelmeerregion. Viele Wälder sind bereits ausgedörrt. Und dazu kommen noch starke Winde. Das facht die Feuer weiter an. Und so werden immer neue verheerende Brände gemeldet. Aktuell sind die Feuerwehren in mehreren Ländern im Dauereinsatz. Über die Brände auf der griechischen Insel Rhodos berichten wir ja schon seit Tagen. Auch in Süditalien und Tunesien gibt es größere Feuer. Und in Algerien starben bei den Waldbränden schon mindestens 34 Menschen. Über die Lage dort Ina Baltes. Hier ist das Feuer bereits vorbeigezogen. Für einige kam es so schnell, dass sie nicht mehr wegkamen. 34 Tote gibt es bisher. In Bejaia, östlich von Algier, sterben zwei Familien. 5 Leute waren in diesem Auto und in dem hier Vater, Mutter und 5 Kinder aus Algier. Hier sind insgesamt 12 Menschen gestorben. Die Handyvideos der Algerier zeigen ein furchtbares Bild. An der gesamten Nordostküste bis hin nach Tunesien brennt es. Eine nie dagewesene Hitzewelle. Die Temperaturen lagen seit Tagen bei rund 50 Grad. 1500 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Manche können nur noch das blanke Leben retten. Dieser Tourist sitzt mit seiner Familie auf einem Felsen fest. Die Hitze ist unerträglich. Der ganze schwarze Rauch und die Asche kommt auf uns zu. Ich habe versucht, wenigstens die Kinder zu schützen. 8000 Retter sind im Einsatz. Winde fachen die Brände immer wieder an. Aber auch wenn alles gelöscht ist, in vielen kleinen Dörfern haben die Bewohner alles verloren. Ich habe noch nie so ein Feuer gesehen. Das ist nicht normal. Wir sind einfach nur weggerannt. Nach Angaben des algerischen Innenministeriums sind inzwischen 80% der Brände unter Kontrolle. Und die Temperaturen in der Region sollen langsam zurückgehen. Von Nordafrika jetzt nach Griechenland. Der starke Wind ist dafür verantwortlich, dass die Feuer auch auf den Inseln immer wieder außer Kontrolle geraten. Ob Rhodos, Korfu oder Euböa, es besteht weiter große Gefahr. Alexandra Vacano berichtet. Immer wieder neue Feuerfronten. Wir sind im Krieg, so beschrieb es gestern die Regierung. Der Feind, die Flammen. Für die, die gegen sie kämpfen, ist es lebensgefährlich. Auf der Insel Euböa stürzt ein Löschflugzeug ab. Pilot und Co-Pilot überleben den Absturz nicht. Das Feuer, ein Albtraum für Georgios Papageorgiou. Sein Café in Kiotari auf Rhodos, völlig zerstört. Es ist eine große Katastrophe. Unsere Geschäfte sind ausgebrannt. Jetzt brauchen wir positive Energie, um wieder von vorne anzufangen. Wir haben die Kraft. Die Löschprofis im Dauereinsatz, aber sie kommen nicht hinterher. Deshalb versuchen auch viele Einheimische und Touristen, irgendwie die kleinsten Feuer oder Glutnester zu löschen, selbst mit nassen Handtüchern. Maria Pardalou von der Feuerwehr sagt, die Leute hätten alles verloren. Ihre Felder, ihr Zuhause, das Krisenmanagement des Staates, eine Schande. Jedes Jahr sagen sie, wir werden die Dinge besser machen. Es passiert nichts. Jeden Sommer das Gleiche. Es hört nicht auf. Es gibt kein Ende dieser Tragödie. Wann wird es aufhören? Wo ist die Hilfe? Sie bräuchten noch mehr. Etwa 150 Quadratkilometer Wald seien bislang zerstört worden, so erste Schätzungen. Die Brände, sie treffen Griechenlands wichtigste Branche. So wie dieses 5-Sterne-Hotel in Kiotari. Einige Gäste, die von hier vor den Flammen geflüchtet sind, holen heute ihre Koffer. Und die Crew des Hotels fragt sich, wie es weitergeht. Sie sagen, ohne Tourismus haben wir kein Leben. Vor allem die Feuerwehr, aber auch viele Bewohnerinnen und Bewohner, wir haben es gerade gesehen, versuchen zu löschen.
Andreas Postel steht für uns auf Rhodos, an einem der Brandgebiete. Andreas, wie kommt der Kampf gegen die Feuer voran? Hier dieser Ort Malonas, an dem ich stehe, in der Inselmitte, in der östlichen Inselmitte, ist heute gerade wieder aufgefordert worden vom Katastrophenschutz, den Ort zu evakuieren. Die Menschen sollen den Ort verlassen. Und eine Anwohnerin sagte mir hier ganz entnervt, das ist das zweite Mal, dass sie jetzt in Folge 48 Stunden hier ihren Ort, ihr Haus, ihr Hab und Gut verlassen müssen, um sich vor den Bränden, die hier hinter mir wieder aufflammen, in Sicherheit zu bringen. Das zerrt an den Nerven. Die Einwohner sind hier über die Tage hinweg wirklich nervlich sehr, sehr angespannt. Und die Löschflugzeuge, die hier den ganzen Tag über geflogen sind, haben diese Brände einfach nicht in den Griff bekommen. 5 weitere Ortschaften sind jetzt aktuell evakuiert worden und die Löscharbeiten gehen weiter voran, vor allen Dingen aufgrund der starken Hitze und des starken Windes, der hier nach wie vor weht. Auf der anderen Seite der Insel im Nordwesten, da sind die Touristen weiterhin im Urlaub und bekommen von all dem gar nichts mit. Und das ist ein zwiespältiges Gefühl, denn natürlich braucht diese Insel den Tourismus. Und auf der anderen Seite hier im Südosten der Insel kämpfen sie um Hab und Gut. Eine gute Nachricht gibt es heute aus Rhodos. Nach dem 7. Tag in Folge sind aufgrund der frühen Evakuierung bislang niemand zu Schaden gekommen. Danke, Andreas Postel. Auch auf der italienischen Insel Sizilien gibt es heftige Waldbrände. In Norditalien dagegen schwere Unwetter. 2 Menschen kamen ums Leben. Vor allem die Regionen Lombardei und Venetien sind betroffen. Hagel, Sturm und Starkregen führten auch in Mailand zu überfluteten Straßen und Kellern. In der Altstadt musste das Wasser abgestellt werden. Bereits am Wochenende waren mehrere Regionen in Norditalien von Unwettern heimgesucht worden. Nachdem Israels Parlament ein Kernelement der umstrittenen Justizreform verabschiedet hat, wächst auch im Ausland die Sorge. So sagte Bundesjustizminister Buschmann dem Spiegel, Israel war immer ein Leuchtfeuer für Demokratie und Rechtsstaat im Nahen Osten. Viele Freunde Israels haben die Sorge, dass dieses Licht nun nicht unbedingt heller scheint. In Israel selbst gehen die Menschen weiter in Massen auf die Straßen. Von dort berichtet Stefanie Gargosch. In der Nacht gingen die Proteste weiter, in Jerusalem, aber vor allem in Tel Aviv. Gewaltsamer als jemals zuvor, Dutzende Demonstranten werden verletzt, für Israel eine sehr hohe Zahl. Abschrecken lassen aber wollen sie sich nicht, ihr Kampfeswille ungebrochen. Wir geben nicht auf, wir werden weiterkämpfen. Unsere Kinder wachsen hier auf und wir werden es nicht erlauben, dass eine Gruppe von Kriminellen die Regierung übernimmt und sie machen können, was sie wollen. Ich bin sehr, sehr enttäuscht. Als Konsequenz haben meine Freunde, mein Partner und auch ich gestern Nachrichten an unsere Kommandanten geschickt, dass wir nun nicht mehr freiwillig beim Militär als Reservisten dienen werden. Reservisten sind für Israels Sicherheit unverzichtbar, denn sie verstärken die Armee nach Bedarf. Dazu kommt die Frage, in welche Richtung sich die Proteste bewegen. Israelis beider Lager fürchten eine weitere Zuspitzung, die sogar wahrscheinlich ist. Was wir gerade erleben, ist eine Eskalation von Spannungen, die seit der Gründung des Staates angewachsen sind. Wir sehen eine politische und soziale Krise. Dazu kommt, dass die beschlossene Entmachtung der Gerichte durch die Regierung wohl nur ein erster Schritt war in ihren Plänen für die Justiz. Ein erster Streik gegen diese am Vormittag im Gesundheitssystem. Krankenhäuser waren nur minimal besetzt. Eigentlich sollte dies 24 Stunden andauern, doch die Regierung wandte sich an die Gerichte. Diese verboten den Streik als unrechtmäßig. Israel kommt nicht zur Ruhe, einen Tag nach der historischen Entscheidung in der Knesset. Wie kommt das Getreide aus der Ukraine auf die globalen Märkte? Darum geht es heute beim Treffen der EU-Agrarministerinnen und Minister in Brüssel. Seit Russland das Getreideabkommen aufgekündigt hat, ist der Export über das Schwarze Meer nicht mehr möglich. Die EU könnte helfen, doch die hatte Einschränkungen für Getreideimporte verhängt, um die eigenen Märkte zu schützen. Diese gelten bis Mitte September. Polen, Bulgarien, Ungarn, Rumänien und die Slowakei wollen auch danach an den Beschränkungen festhalten. Isabel Schäfers. Der slowakische Landwirt Dušan Knarč baut vor allem Raps und Weizen an, ca. 50 Kilometer entfernt von der ukrainischen Grenze. Er leidet unter gesunkenen Preisen und fehlenden Abnehmern für seine Ware. Der Grund, immer mehr ukrainisches Getreide kommt in den östlichen Grenzstaaten der EU an.
Das ukrainische Getreide wird nicht einfach durch unsere Länder hindurch und weiter nach Ägypten und Afrika transportiert, sondern es bleibt hier bei uns. Und dadurch ist bei uns der Weizenpreis gesunken. Ein Dilemma für die EU, denn sie will die Ukraine unterstützen, ihr Getreide vermehrt über den Landweg durch die EU in die Welt zu bringen. Noch einmal mehr, seit Russland den Getreidedeal gekündigt hat. Wir wollen der Ukraine helfen, aber eben unter solchen Bedingungen, dass keine Schwierigkeiten auf dem Markt für die slowakischen Lebensmittel entstehen. Um das zu erreichen, bekommen die betroffenen osteuropäischen Bauern derzeit Ausgleichszahlungen und die Einfuhr ukrainischer Produkte in die betroffenen Staaten wurde beschränkt. Aber die Regelung läuft bald aus und die Ukraine fordert eine vollständige Öffnung der EU-Grenzen für ihr Getreide. Jede Verlängerung der Importeinschränkungen ist absolut inakzeptabel und ganz klar uneuropäisch. Und so sucht die EU nach Lösungen, die beide Seiten zufriedenstellen. Das Problem ist lösbar. Man könnte beispielsweise dafür sorgen, dass die Produkte aus der Ukraine verblombt an die Häfen transportiert werden, beispielsweise im Baltikum, und dann dorthin transportiert wird, wo es benötigt wird, in den globalen Süden. Es bleibt ein Balanceakt zwischen Solidarität mit der Ukraine und dem Schutz der europäischen Märkte. In Moskau hat das russische Parlament die Obergrenze für Einberufungen zum Militärdienst angehoben, von 27 auf 30 Jahre. Die Änderung tritt zum Jahreswechsel in Kraft. Außerdem dürfen wehrpflichtige Russen nach der Zustellung des Einberufungsbescheids das Land nicht mehr verlassen. Wehrpflichtige werden offiziell nicht ins Kriegsgebiet geschickt. Es gab aber immer wieder Berichte über ihren Einsatz in der Ukraine. Zu ihrer Verteidigung wird die Ukraine ja intensiv mit Panzern, Waffen und Munition unterstützt, auch aus Deutschland. Entsprechend ist die Nachfrage bei der Rüstungsindustrie groß, allen voran bei Rheinmetall. Zumal ja auch die Bundeswehr ausreichend ausgestattet werden soll. Damit das Ganze auch möglichst schnell geht, müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Markus Wolsifer und Peter Theisen berichten. Bei Rheinmetall in Kassel spüren sie, was Zeitenwende heißt. Plötzlich werden ihre Produkte wieder anders gesehen. Volle Auftragsbücher, Rekordumsätze und zuletzt gar der prestigeträchtige Aufstieg in den DAX. Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine boomt die deutsche Rüstungsindustrie. Sie hofft, viel abzubekommen vom 100 Milliarden Euro Sondervermögen. Von der wirtschaftlichen Seite her ist es so, dass es Rheinmetall gut geht, das ist ganz klar. Aber wir haben natürlich in den letzten 25 Jahren viel zu wenig gemacht für die Sicherheit unserer Länder. Die deutsche Rüstungsindustrie zusammengeschrumpft in den vergangenen Jahrzehnten. Und das macht heute Probleme. Denn die Bundeswehr hat ihre Beschaffungsstrategie geändert. Die Beschleunigung militärischer Beschaffungen ist mit sofortiger Wirkung handlungsleitend. Das Verteidigungsministerium will vor allem marktverfügbare Produkte. Alles, was schnell lieferbar ist. Doch darauf sei die deutsche Rüstungsindustrie bisher schlecht eingestellt, sagen Experten. Die Industrie reagiert. Was macht sie jetzt? Sie baut ihre Kapazitäten auf und sie erweitert das bisher eigentlich enge Produktportfolio um innovative Elemente, um für die Bundeswehr schnell Produkte liefern zu können, einen hohen Nutzen, Fähigkeitszuwachs und gleichzeitig natürlich unternehmerische Chancen zu realisieren. Dazu gehört mehr Internationalisierung. Rheinmetall plant etwa eine Panzerfabrik in der Ukraine und in Deutschland. Da hoffen auch Länder und Kommunen, vom Rüstungsboom zu profitieren. Für uns ist Rheinmetall natürlich als Land ein wichtiger Arbeitgeber, aber natürlich auch ein enorm wichtiger Wirtschaftsfaktor. Spätestens bei den Zulieferern für Getriebe, Optiken, Module mischt sich die militärische mit der zivilen Industrie. Die Zeitenwende, so die Hoffnung, soll auch Konjunkturmotor für den Mittelstand werden. Der Internationale Währungsfonds blickt mit Skepsis auf die deutsche Wirtschaft. Er hat seine Prognose zur Entwicklung in diesem Jahr erneut abgesenkt. Die IWF-Fachleute erwarten einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,3%. Damit ist Deutschland der einzige G7-Staat, für den der IWF die Prognose vom Frühjahr nicht angehoben hat. Sommer, blauer Himmel, pralle Sonne. Für die Photovoltaik sind das beste Bedingungen. Samstag, der 8. Juli, war so ein Top-Tag für den Solarstrom. Rund 32% der gesamten Stromerzeugung kam da bei uns aus der Photovoltaik. Wenn wir aber auf das gesamte letzte Jahr schauen, betrug der Solaranteil nur 10,9%. Deshalb soll mehr Fläche für Solarmodule her, auch in der Landwirtschaft. Jan Mayer berichtet.
Klimaschutzminister Habeck besuchte am Nachmittag eine Versuchsanlage in Rathenow, in der Rinder bereits unter Solarpaneelen gehalten werden. Für Viehzucht ist genug Platz unter Photovoltaik in über 3 Metern Höhe. Sie produziert bei Sonne Strom und bietet Schutz bei jedem Wetter, nicht nur für Kühe, sondern auch für Hühner und Gänse. Das Forschungsprojekt zeigt, wie Landwirtschaft und Energieerzeugung auf einer Fläche möglich sind. Sie produzieren genauso viel Strom wie normale Solaranlagen, aber haben noch den Effekt, dass unter den Modulen Nahrungsmittel angebaut werden können oder Tiere sich wohlfühlen und auch weiden können. Sogar Tomaten reifen im Schutz der lichtdurchlässigen Solardächer, die jedoch 5-mal mehr kosten als herkömmliche Anlagen. Eine solche Investition überfordert viele Landwirte, auch wenn die Einspeisevergütung für Solarstrom deutlich erhöht wurde. Eine Agri-PV-Anlage ist natürlich um einiges teurer im Invest als eine Standard-Freiflächenanlage. Und deswegen brauchen wir hier auch einen Bonus im Erneuerbaren Energiengesetz, damit diese Sache überhaupt richtig in Gang kommt. Doch heute in Rathenow machte Minister Habeck wenig Hoffnung auf neue Förderprogramme. Ich sehe auch umgekehrt eine Nachfrage nach Agri-PV und wir müssen jetzt diese kritische Schwelle überspringen und dann, glaube ich, gehen auch die Kosten für solche Anlagen runter. Minister Habeck will den Anteil der Solarenergie bis 2030 verdreifachen. Dazu soll der Bau von Agrisolaranlagen einen Beitrag leisten. Heute ist ja der 25. Juli und das heißt traditionell Eröffnung der Bayreuther Festspiele. Mit rotem Teppich und viel Prominenz. Allerdings ist dieses Mal auch einiges anders. So wird die Opernaufführung Parsifal durch virtuelle Elemente ergänzt, die das Publikum mit Spezialbrillen verfolgen kann. Und für die Festspiele, die eigentlich immer ausverkauft sind, gibt es überraschend noch Karten. Barbara Luck über das weltberühmte Opernfestival. Auf sie ist Verlass. Premierenrausch mit Platzregen und Sturmböen. Diesmal schreiten sie einer Revolution entgegen, versprechen die Festspiele. Parsifal Digital. Das Bühnengeschehen wird dabei mit Hilfe von sogenannten AR-Brillen durch virtuelle Welten ergänzt. Die Idee spektakulär, nur es gibt viel zu wenig Brillen, kein Geld da. Die allermeisten sehen diese Revolution also gar nicht, sondern lediglich das bunte Bühnentreiben. Der Regisseur hofft nun auf Nachschub. Wir beten für mehr. Ich denke aber, dass die Menschen in den nächsten Jahren ihre eigenen Brillen haben. Schlechtes Management? Was ist los am Hügel? Hinter den Kulissen brodelt's. Interne Querelen, verworrene Strukturen, Traditionalisten im Clinch mit Reformern. Zum ersten Mal in der Geschichte sind die Festspiele nicht ausverkauft. Zum Leidwesen der Chefin Katharina Wagner und zum größten Glück der Fans. Heute Morgen ergattern Heike und Thomas Vogel noch 2 Premierenkarten. Für heute Abend, ja. Wahnsinn. Wirklich total aufgeregt. Vielleicht wird dies ein Schicksalsjahr für die Bayreuther Festspiele. Ein Jahr der Veränderung, der Erneuerung. Ob Katharina Wagners Vertrag verlängert wird, ist völlig offen. Aber die Botschaft ihres Urgroßvaters ist überall spürbar. Kinder, schafft Neues. Und jetzt kommen wir zur Fußball-WM. Es war ja wirklich ein toller Sieg der deutschen Frauen gestern. Und beim Publikum kam es ja auch super an, das Spiel. Ja, allerdings. Über 5,6 Millionen Zuschauer sahen das Spiel bei uns live im ZDF. 60% Einschaltquote am Vormittag. Das ist ganz stark. Nächsten Sonntag der nächste Gegner, Kolumbien. Andere Klasse als Marokko. Doch jetzt heißt es erstmal für das DFB-Team, den Sieg genießen. Das Ende einer erfolgreichen Dienstreise, die Rückkehr ins Mannschaftshotel. Schmucklos, aber mit einem Sieg und schönen Erinnerungen im Gepäck. Tat gut, mit der ganzen Mannschaft so zusammen zu singen und den Sieg einfach zu genießen. Tat auch gut, 6 Tore und vor allem dieses Kopfballkunststück von Alexandra Popp zu feiern. Doch Marokko soll nur ein erstes Ausrufezeichen gewesen sein. Wir sind froh, dass wir so gut ins Turnier gestartet sind. Aber wir sind uns bewusst, dass jetzt noch sehr, sehr schwere Spiele folgen werden. Die Hände-Hoch-Gesten sollen sich wiederholen, schon am Sonntag gegen Kolumbien. Morgen legen die DFB-Frauen dafür erstmal die Füße hoch.
Ja, und Kolumbien hat heute sein erstes Spiel verdient gewonnen, 2:0 gegen Südkorea. Zunächst verwandelte Catalina Usme in der 30. Minute einen Handelfmeter. 9 Minuten später dann die Entscheidung durch Linda Caicedo, allerdings mit Unterstützung der südkoreanischen Torfrau. Die anderen beiden Spiele heute, Co-Gastgeber Neuseeland unterlag den Philippinen mit 0:1. Die Schweiz und Norwegen trennten sich 0:0. Bei der Schwimm-WM in Japan ist Florian Wellbock nach dem Doppelgold im Freiwasser heute im Becken über die 800 Meter Freistil schon im Vorlauf ausgeschieden. Besser lief es dagegen für Isabel Gose. Wellbrocks Vereinskollegin durfte sich über eine persönliche 1500 Meter Bestzeit freuen. Eine Medaille war damit aber dennoch außer Reichweite. Platz 6 für Isabel Gose. Dem Feld weit enteilt war am Ende US-Rekordweltmeisterin Katie Ledecky. Der Umstieg vom Freiwasser ins Becken ist Florian Wellbrock offenbar nicht bekommen. Als Fünfter seines Vorlaufs reichte es am Ende nicht fürs Finale. Nur 700stel Sekunden fehlten. Er hat gar nicht in seinen Rhythmus gefunden, also wie er normal schwimmt, und ist sehr, sehr aufwendig geschwommen. Mit Lukas Mertens links im Bild erreichte dennoch ein deutscher Schwimmer das 800-Meter-Finale. Ja, Wellbrock hatte ja bei der WM 2019 auch die 800 Meter Freistil verpatzt und danach die 1500 Meter gewonnen. Schauen wir mal am Wochenende. Ah, kann auch was werden. Ja, danke, Norbert. Gerne. Morgen wechselt sich blauer Himmel mit kurzen Schauern und Gewittern ab. Mehr zum Wetter gleich von Christa Orben. Dunja Hayali begrüßt Sie um 21.45 Uhr zum Heute-Journal. Bis morgen. Guten Abend. Ja, zu uns ist jetzt für diese Jahreszeit richtig kühle Luft eingeflossen, mit Werten von nur noch um 20 Grad. Im westlichen Mittelmeer gehen jetzt morgen die Temperaturen mal wieder auf ein Normalmaß zurück, mit um 30 Grad. Aber im östlichen Mittelmeer gibt es auch morgen wieder Temperaturen über 40 Grad. Hier gibt es die Entspannung erst am Ende der Woche. Bei uns wird es heute Nacht schon kühl. Es kühlt ab auf 14 bis 7 Grad. Oft ist es einstellig, vor allem im Bergland. Und dabei sinkt sogar die Schneefallgrenze auf 2000 Metern. Das heißt, in den Hochlagen der Alpen schneit es. Heute Nacht bis zu 10 cm sind möglich. Für alle anderen im Süden und im Südosten bleibt es bei diesem teils mal kräftigeren Regen anfangs mit Gewittern. Zum Morgen hin bilden sich dann auch kurze Gewitter im Nordwesten. Und das gilt dann eigentlich morgen für den gesamten Tag. Überall wechselt sich der blaue Himmel mit kurzen Schauern und Gewittern ab. Am wenigsten davon gibt es Richtung Osten. Hier ist die Luft noch trockener und dazu weht ein in Böen frischer Westwind. Dieses wechselhafte Wetter, das kommt durch eine Abkühlung in den höheren Luftschichten zustande. Und das merken wir auch am Boden. Nur 15 Grad in Richtung Alpen, 22 Grad immerhin in der Niederlausitz. Und eine Spur wärmer wird es erst zum Wochenende. Es bleibt aber wechselhaft. Tschüss.